mich hier sehr wohl und mein Herz ist schon hier bei dem Verein und ich bin schon sehr lange hier. Und ja, es ist einfach ein super Verein, man kann hier vernünftig arbeiten, wir haben jedes Jahr eine super Mannschaft und wir haben immer unsere Ziele und ja, ich freue mich, dass ich hier weiterhin Gas geben kann. Viel lernen noch und ich kam aus der dritten Liga und daher war das für mich ein sehr großer Sprung. Ich habe mir aber von Anfang an vorgenommen, Gas zu geben und die Vorbereitung ja, viel zu machen, auch für mich. Persönlich habe ich noch ein bisschen trainiert und ja, ich habe mein Bestes gegeben und wir werden sehen, was passiert. Ich habe mich ja schon in der Jugend dann für Bayer entschieden und ich mag den Verein einfach sehr, sehr gerne und wie gesagt, man kann ja einfach super arbeiten und ja, wir haben immer eine super Mannschaft. Deswegen war ich hier schon immer richtig und freue mich, wie gesagt, dass ich nach so langer Zeit immer noch hier bin. Ja, ich probiere natürlich meine Schnelligkeit auf den Platz zu bekommen und Vorlagen zu machen, Tore zu machen und ja, wie gesagt, der Mannschaft weiterzuhelfen. Aber natürlich auch mit den Jungspielern probieren, auch viel zu reden und auch immer ein Motivator zu sein und ja, das sind so meine Ziele. Ja, wir haben auch nächstes Jahr wieder Ziele. Wir wollen natürlich oben mitspielen und wir werden wieder eine gute Mannschaft haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und unsere Ziele sind, ja, als Mannschaft uns wieder weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir konnten dieses Jahr auch sehr viel Erfahrung sammeln und konnten dieses Jahr auch einiges mitnehmen. Und wir wollen es natürlich nächstes Jahr dann wieder besser machen und das Beste rausholen. Also ich habe mich ja schon in der Jugend dann für Bayer entschieden und ich mag den Verein einfach sehr, sehr gerne und wie gesagt, man kann ja einfach super arbeiten und ja, wir haben immer eine super Mannschaft. Deswegen war ich hier schon immer richtig und freue mich, wie gesagt, dass ich nach so langer Zeit immer noch hier bin. Ja, auf jeden Fall. Also man ist ja jeden Tag zusammen das ganze Jahr und es ist wie eine zweite Familie und ja, da sind viele Jungs, die mir auch sehr wichtig sind. Wir verstehen uns auch privat und deswegen sage ich ja, die Chemie bei Bayer 04 passt einfach auch immer. Eigentlich die Mannschaft passt immer gut zusammen und ich hoffe natürlich, dass wir alle immer zusammenbleiben und ja, unser Ziel erreichen. Ich glaube jetzt gerade in diesen Zeiten jetzt, weiß man erstmal zu schätzen, was es bedeutet, auch so welche Fans hinter sich zu haben. Wir vermissen die Fans sehr und man merkt natürlich auch gerade jetzt, wie motivierende Fans sein können. Und deswegen, ja, wir vermissen die Fans und wir hoffen, dass es irgendwann noch wieder in Zukunft dann wieder ein bisschen normaler wird. Und ja, aber müssen uns natürlich trotzdem an die Regeln halten.